Wohnen bei der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda. Lichtdurchflutete Wohnung mit viel Platz in bester Lage auf 124 Quadratmetern. 4 Zimmer, 2 Bäder und Küche sowie eine Loggia mit guter Aussicht. Das könnte Ihre neue Wohnung in der Bautzner Allee 21 sein. Neugierig geworden? Dann einfach anrufen. Hoyerswerda 475 200. Weitere Infos und attraktive Wohnungsangebote finden Sie auf wh-hy.de. Willkommen bei der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda. Entdecken Sie Rosa Xan. Wenn auch Sie zu den Menschen gehören, die unter Gelenkbeschwerden leiden und jede Bewegung schwerfällt, dann probieren Sie Rosa Xan. In Rosa Xan sind wichtige Nährstoffe für gesunde Knochen, Knorpel und Bindegewebe kombiniert. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Es ist für mich immer ein neues Abenteuer. Also man erlebt schon zu zweit sehr, sehr viele Dinge. Und hier bin ich eigentlich die meiste Zeit. Ich bin hier im Stall der gleiche wie auf Arbeit. Natürlich in einem anderen Outfit und ich rieche auch anders. Also dafür, dass es nicht mein Wunschberuf war, ist jetzt ein richtiger Traumjob geworden. Macht Spaß. Lausitzwelle Regionalzeit vom Montag. Neues und Interessantes aus dem Lausitzer Seenland. Hallo und herzlich willkommen zur Lausitzwelle Regionalzeit für das Lausitzer Seenland. Vergangene Woche wurde das Zootier des Jahres gekürt. Es handelt sich dabei um das Krokodil. Im Zoo Hoyerswerda leben seit 1986 2 Kuba-Krokodile. Eines ihrer jüngsten Nachkommen wurde als Gesicht der deutschlandweiten Kampagne ausgewählt und ziert nun zahlreiche Plakate und Banner. Mehr dazu und weitere Nachrichten aus dem Lausitzer Seenland haben wir jetzt für Sie zusammengestellt. Der Zoo Hoyerswerda unterstützt mit 1.500 Euro die Naturschutzinitiative Zootier des Jahres als sogenannter Silberförderer. Hintergrund der Initiative ist der Schutz von bedrohten Tierarten. Diesmal steht das Krokodil im Blickfeld der Kampagne. Der Landkreis Bautzen und die chinesische Stadt Shaanxi wollen in Zukunft enger zusammenarbeiten. Das geht aus einer Erklärung hervor, die am vergangenen Freitag von Landrat Michael Harig und Shaanxis stellvertretendem Oberbürgermeister Riong Shang unterzeichnet wurde. Die Kooperation soll dem Austausch und der Zusammenarbeit dienen, unter anderem in den Bereichen Produktion, Energie, Bildung, Landwirtschaft und Tourismus. Corona-bedingt erfolgte der symbolische Akt zunächst während einer Videokonferenz. Zum konkreten Vertragsabschluss werden die Vertreter sowie eine Wirtschaftsdelegation des Landkreises nach China reisen. Die in der nordchinesischen Provinz Shaanxi liegende Stadt hat rund 3,5 Millionen Einwohner und pflegte bereits partnerschaftliche Beziehungen zum früheren Landkreis Kamenz. Die Partnerschaft mit der chinesischen Millionenstadt Shaanxi geht auf eine gemeinsame Initiative der Mittelstandsvereinigung MIT und des Landkreises Bautzen zurück. Die Sanierungsarbeiten an der ungesicherten Tagebaukippe Brückenfeld am Westufer des Sedlitzer Sees haben begonnen. Der lockere Boden drohte bei ansteigendem Grundwasser zu verflüssigen, so die LMBV. Nach den Rodungen und dem Rückbau eines Forstweges sollen auf ca. 30.000 Kubikmeter Erd- und Planierungsarbeiten durchgeführt werden. Der Wiederaufbau erfolgt nach der Verdichtung der Fläche. Das Festival der Musik- und Kunstschulen Sound City wird nicht in der geplanten Form im Juni in Spremberg stattfinden. So der Landkreis Spree-Neiße, der Verband der Musik- und Kunstschulen Brandenburg und die Stadt Spremberg. Angesichts der anhaltenden Pandemie habe man sich zur Absage entschlossen. Der Musik- und Kunstschulverband plant stattdessen vom 19. bis 26. Juni dezentrale Musik- und Kunstschultage. Damit soll die Tradition von Sound City in anderer Form aufgegriffen werden. Mehr Informationen dazu unter soundcityfestival.de. Die Kulturfabrik Hoyerswerda zeigt auf ihrem YouTube-Kanal ab sofort Veranstaltungen aus dem Haus. Los ging es vergangenen Samstag mit einer Aufzeichnung des Tanzprojektes Hoyerswerda der KUFA Tanzkompanie. Am 30. Januar ab 20 Uhr folgt ein in der KUFA aufgezeichnetes Konzert der Crossover-Band Tolly Keen.
Weitere Konzerte unter dem Motto KUFA Überbrückungshilfe sollen an den nächsten Samstagen auf dem YouTube-Kanal KUFA Hoyerswerda veröffentlicht werden. Der Stream ist kostenlos. Zur Unterstützung der Künstler und der Fortsetzung des Projektes wird um Spenden gebeten. Am Donnerstag beschloss das Plenum des Landtages Brandenburg einstimmig einen Antrag zum Umgang mit den Folgen des Braunkohlebergbaus in der Lausitz. Zukünftig sollen demnach in Brandenburg keine riesigen Bergbaufolgeseen mehr entstehen. Stattdessen wird in die Planung für zukünftige Tagebauseen ein möglichst geringer Verdunstungsverlust angestrebt. Damit folgt die Landtagsmehrheit einer Empfehlung des Umweltnetzwerkes Grünen Liga. Die Genehmigung neuer riesiger Tagebauseen sind vor dem Hintergrund von voranschreitenden Klimakrisen und langer Trockenheitsphasen in der Lausitz nicht mehr verantwortbar, sagt René Schuster, Sprecher der Bundeskontaktstelle Braunkohle. Die LEAG plant ihren ersten Windpark in der Lausitz. Dieser soll auf einer Rekultivierungsfläche des Tagebaus Jensschwalde errichtet werden, teilt das Unternehmen mit. In unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich bereits der Windpark Forst Briesnig 1. Deshalb soll der neue Windpark Forst Briesnig 2 heißen. Vorgesehen ist die Errichtung von 17 Windrädern mit einer Höhe von bis zu 250 Metern. Die Inbetriebnahme ist für Ende 2023 bzw. Anfang 2024 geplant. Der Windpark geht dann mit einer Kapazität von etwa 270.000 Megawattstunden im Jahr ans Netz. Das entspricht rechnerisch dem Jahresstrombedarf von 77.000 Drei-Personen-Haushalten, so das Bergbauunternehmen weiter. Informationen dazu finden Sie auch im Internet unter www.leag.de. Der Freistaat Sachsen hat das Bürgerportal freigeschalten. Es ist ein wichtiger Schritt bei der Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet. Bürger können nun strafbare Hasskommentare direkt über die Online-Wache der Polizei Sachsen zur Anzeige bringen. Um eine effiziente Strafverfolgung zu ermöglichen, hat das Landeskriminalamt Sachsen eine zentrale Meldestelle für Hasskriminalität im Internet eingerichtet. Diese Meldestelle nimmt die Anzeigen vom Bürgerportal entgegen und veranlasst notwendige Erstmaßnahmen, wie die Ermittlung der IP-Adresse. Darüber hinaus werden Hinweise zu weiteren Beratungs- und Hilfsangeboten im Zusammenhang mit Hass im Internet angeboten. Weitere Informationen und Zugang zum Online-Portal erhalten Sie unter polizei.sachsen.de/onlinewache/onlinewache.aspx. Die Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda startet Ende Januar ihr neues Großprojekt im WK1. Mehrere Aufzüge sind in der Kete Niederkirchner Straße 1 bis 9 und 11 bis 99 geplant, welche für Mobilität und Barrierefreiheit im Wohnkomplex sorgen sollen. Mit Aufzügen können unsere Mieter länger und selbstbestimmt in ihren Wohnungen bleiben, sagt WH-Geschäftsführer Steffen Markgraf. Ebenso werden die leerstehenden Wohnungen renoviert und Bäder grundhaft erneuert. Die Umsetzung der neuen Fahrstühle wird sich voraussichtlich bis Herbst diesen Jahres erstrecken. Die Renovierung der leerstehenden Wohnungen wird laut Großvermieter bis zum Sommer andauern. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf 1,5 Millionen Euro. Interessenten können sich bereits unter vermietung@wh-hj.de für eine Wohnung bewerben. Das neue Infosegel am Hafeneingang in Senftenberg ist fertig. Es informiert künftig über die Geschichte des Tagebaus und des Speicherbeckens Niemtsch. Aber auch touristische, kulturelle und weitere Angebote in der Stadt sollen künftig präsentiert werden. So werden das Theater Neue Bühne, der Zweckverband Lausitzer Seenland Brandenburg und das Senftenberger Museum in der Innenseite des Segels Informationen zu Veranstaltungen oder Ausstellungen veröffentlichen. Das Infosegel hat ca. 25.000 Euro gekostet. Die Errichtung war Teil der Neugestaltung des Senftenberger Hafeneingangs. Dazu zählt auch die Neuordnung der vorhandenen Stellflächen
und die Komplettierung des Blindenleitsystems. Heute wurde auch in Hoyerswerda an die Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Am Ehrenhain sprach Oberbürgermeister Thorsten Robanzee zu den Gästen. Eine Gedenkfeier gab es in diesem Jahr nicht. Auch einige Schüler besuchen normalerweise die Veranstaltung, was aber aufgrund von Corona in diesem Jahr nicht möglich war. Auch in der Region habe es damals KZ-Häftlinge, Zwangsarbeiter sowie die Unterdrückung des sorbischen Volkes gegeben. Der 27. Januar steht für die Befreiung des deutschen Konzentrationslager Auschwitz durch die russische Armee im Jahre 1945. Die Aktion Tag und Nacht für Toleranz soll in diesem Jahr am 14. April stattfinden. Durch zahlreiche Veranstaltungen wird an diesem Tag in Hoyerswerda ein deutliches Signal für Demokratie, Toleranz und Vielfalt gesetzt werden. Für die nächste Ausgabe werden noch Ideen gesucht. Die Aktionsformen sollen vielfältig sein und alle Menschen in der Stadt ansprechen. Möglich sind beispielsweise Lesungen, Theater- und Tanzveranstaltungen, aber auch Sportveranstaltungen und Friedensgebete. In diesem Jahr sind auch digitale Konzerte angedacht. Bis zum 28. Februar können Vorschläge an die Koordinierungsstelle Bildung unter E-Mail paulig@raa-hoyerswerda.com eingereicht werden. Unbekannte Täter warfen am Samstagmorgen gegen 2 Uhr einen Brandsatz über ein Zufahrtstor im rückwärtigen Bereich der Polizeiwache in Spremberg. Dort befinden sich eine Grünfläche sowie Parkplätze. Durch die diensthabenden Polizisten vor Ort war bei Eintreffen nur noch Brandgeruch wahrzunehmen. Das Feuer selbst war bereits selbstständig erloschen. Ein Schaden an Fahrzeugen sowie an dem Gebäude entstand nicht. Es konnten durch die Kriminalpolizei Spuren gesichert werden. Die Fahndung nach den Tätern erfolgte mit mehreren Streifenwagen sowie einem Diensthund. Auch am Samstag erfolgten durch die Kriminalpolizei weitere Untersuchungen und Ermittlungen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat zur fraglichen Zeit im Bereich der Kantstraße in Spremberg etwas Verdächtiges bemerkt? Bitte melden Sie sich telefonisch in der Polizeiinspektion Cottbus, Spree-Neiße unter 0355 4937 1227. Hinweise nimmt die Polizei des Landes Brandenburg auch im Internet unter www.polizei.brandenburg.de entgegen. Bei winterlichen Straßenverhältnissen verlor eine 23-jährige Autofahrerin in der Ortslage Riegel in der Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Mauer. Die Fahrerin blieb zum Glück unverletzt und auch der Sachschaden blieb mit 200 Euro gering. In Hoyerswerda hat die Polizei am Sonntagabend Drogen beschlagnahmt. Ermittlungen hatten die Beamten an die Straße des Friedens geführt. Im Hausflur bereits roch es danach. In der Wohnung eines 39-Jährigen stießen sie auf 400 Gramm Haschisch und Cannabis sowie Utensilien zum Umgang damit. Auch der Wohnungsinhaber selbst stand unter Drogen, wie sich nach einem Test herausstellte. Sie suchen modernen Wohnraum im Lausitzer Seenland? Lebensräume Hoyerswerda. Individuell, freundlich und ideenreich. Mehr als gewohnt. Für Sie umgebaut. 3-Raum zu 2-Raum-Wohnungen mit geräumigem Bad, größerer Küche und Abstellraum. Sie haben Interesse? Dann Telefon 03571 46 74 11 und im Netz lebensräume-hy.de. Ist Ihr Blutdruck auch zu hoch? Knobi Vital, der Knoblauchtrunk aus dem Allgäu. Altbewährt und hilfreich. Und jetzt neu, Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck durch das im Kurkuma enthaltene Kalium. Knobi Vital, erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung und Information unter 07528 20 6000. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck. Die Gesundheitseinrichtungen rücken gerade jetzt in Corona-Zeiten in den Fokus der Öffentlichkeit. Insbesondere gilt dies auch für Krankenhäuser.
Allerdings dreht sich in den medizinischen Einrichtungen nicht alles um Corona. So auch im Lausitzer Seenlandklinikum Hoyerswerda. Lausitzer Seenlandklinikum. Aktuell. Willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Sendereihe im Lausitzwelle Fernsehen. Wir wollen berichten aus dem Lausitzer Seenlandklinikum in Hoyerswerda. Wir werden Sie einmal im Monat informieren über Aktuelles, über Neues und zum Beispiel auch über neues Personal. Und so besuchen wir in unserer ersten Folge die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin. Hier werden Patienten vom Zeitpunkt der Geburt bis zum Alter von 18 Jahren betreut. Zunächst einmal etwas Statistik. Im vergangenen Jahr sind im Lausitzer Seenlandklinikum 604 Kinder zur Welt gekommen. Darunter waren 312 Jungen und 292 Mädchen. Es wurden 11 Zwillingsgeburten gezählt. Mit 66 Kindern war der geburtenstärkste Monat der August. Freitag war der Wochentag mit den meisten Entbindungen. Es kamen 49 Kinder vor der 37. Schwangerschaftswoche als sogenannte Frühchen zur Welt. Als Perinatalzentrum können im Lausitzer Seenlandklinikum Frühgeburten ab der 32. Schwangerschaftswoche umfassend betreut werden. Der Geburtensaal sowie die Station für Frühgeborene und kranke Säuglinge sind hier gemeinschaftlich untergebracht. Auch die Wochenstation gehört zu diesem Verbund. Neben Hebamme, Geburtshelfer und Kinderarzt ist auch jederzeit ein Narkosearzt einsatzbereit, sodass eine sichere und rasche operative Geburt jederzeit möglich ist. Hervorzuheben ist auch die geringe Sektio-Rate, das heißt die Geburt mit Kaiserschnitt. Sie lag im letzten Jahr nur bei 21%. Der Durchschnitt in Sachsen beträgt rund 25%. Seit Beginn des Jahres hat die Kinderklinik auch eine neue Chefärztin. Es ist Dr. Ulrike Wetzel. Sie hat die Nachfolge von Dr. Petra Jesche angetreten. Frau Wetzel, wie wird denn mit Ihnen die Kinderklinik weitergeführt? Also, ich denke, in erster Linie möchte ich das weiterführen, was Frau Jesche in den letzten Jahren mit diesem, so wie ich es in den letzten 14 Tagen schon kennengelernt habe, jungen und dynamischen Team aufgebaut hat. Also bewährtes Fortsetzen und vielleicht meine Spezialisierung mit einbringen. Ich bin viele, viele Jahre im neugeborenen Intensivbereich tätig gewesen. Das heißt, Sicherheit für die Neugeborenen, für Frühgeborene ist die eine Option. Und die zweite, als Spezialistin für Kinder, Lungenkrankheiten und allergologische Erkrankungen, vielleicht dieses Gebiet hier noch etwas etablieren. Lungenkrankheiten bei Kindern, Allergien, Asthma, diese ganze Palette verstärkend im Krankenhaus zum Einsatz bringen und den niedergelassenen Kollegen dabei helfen. Nach dieser kurzen Zeit kann man fragen, was wird es denn Neues geben? Na, ich denke, die Kinderpneumologie tatsächlich zu spezialisieren ist was Neues. Ne, das macht natürlich jeder Kinderarzt, auch das Krankenhaus schon, aber mit vielleicht spezialisierten Lungenfunktionsdiagnostiken, mit bestimmten Allergiediagnostiken, vielleicht die Nahrungsmittelallergien, die Insektengiftallergien etwas mehr in den Blickpunkt rücken. Das sind, denke ich, neue Ideen und Gedanken. Nach diesen 14 Tagen, wie gefällt Ihnen Ihr neuer Wirkungsbereich? Ich bin total glücklich, bin mit offenen Armen empfangen worden. Ich habe hier ein junges, dynamisches, herzliches Team vorgefunden, die voller Enthusiasmus und Engagement vieles in der nächsten Zeit hier stemmen wollen. Ich freue mich drauf. Also Ihr Kinderlein kommt mit. So kann es sein. Sehr gerne. Das Neujahrsbaby kam in diesem Jahr im Lausitzer Seenlandklinikum in Hoyerswerda mit einem Tag Verspätung. Am 2. Januar um 4.27 Uhr wurde Leo Mason geboren. Er hatte es als viertes Kind der Familie Papritz aus Königsbrück mit einem Gewicht von mehr als 4.100 Gramm und einer Länge von 53 Zentimetern auf die Welt geschafft. Mit Adam und Izzat haben am 4. Januar bereits die ersten Zwillinge des Jahres auf der Geburtsstation das Licht der Welt erblickt. Um 4.17 Uhr wurde Izzat geboren, Bruder Adam folgte eine Minute später. Du bist empathisch und zuverlässig. Du möchtest mit Menschen arbeiten. Du möchtest Abwechslung in deinem Beruf. Dann bewirb dich jetzt zur Ausbildung zum Pflegefachmann oder zur Pflegefachfrau im Lausitzer Seenlandklinikum in Hoyerswerda. Am 1. März geht's los. Du willst dabei sein? Dann schicke jetzt deine Bewerbung an heu.bewerbung@sana.de. Weitere Infos findest du im Netz unter seenlandklinikum.de. Ja, die Pflege ist ein wunderschöner Beruf.
Seit diesem Jahr beginnen wir auch zusätzlich am 1. März einen Ausbildungsgang zum Pflegefachmann bzw. zur Pflegefachfrau. Wer also kurz entschlossen eine europaweit anerkannte Ausbildung in der Pflege beginnen möchte, kann sich noch bis 5. Februar bei uns bewerben. Übrigens, ein großer Vorteil in dem Beruf ist, dass man als Pflegefachkraft immer und überall gebraucht wird. Deshalb jetzt bewerben. Am 4. Januar hat wieder eine Praxis für Allgemeinmedizin im Medizinischen Versorgungszentrum am Lausitzer Seenlandklinikum eröffnet. Dimitar Netschew betreut Patienten in der 3. Etage im Ärztehaus. Nachdem die Praxis Dr. Hahn Mitte des letzten Jahres geschlossen hatte, gibt es nun im MVZ am Seenlandklinikum wieder einen Allgemeinmediziner. Dimitar Netschew praktizierte bereits in Hoyerswerda. Nun ist er ins Seenlandklinikum umgezogen und erweitert das Angebot in der Maria-Grollmus-Straße. Pfarrer Ansgar Florian, Diakon Thorsten Vogel und Thomas Schröke sind nun als Klinikseelsorger für Patienten, Angehörige und Mitarbeiter da. Bereits seit dem 1. Juli des Vorjahres ist Pfarrer Florian als katholischer Klinikseelsorger im Lausitzer Seenlandklinikum. Seit Januar teilen sich nun Diakon Thorsten Vogel und Thomas Schröke die Stelle als evangelischer Seelsorger. Die Klinikseelsorger sind unabhängig von ihrer Religion Ansprechpartner für alle. Zu erreichen sind sie über das Haustelefon oder in den Büros im Erdgeschoss des Klinikums hinter der Cafeteria. Aktuell sind Andachten und Gottesdienste auch im Lausitzer Seenlandklinikum in Hoyerswerda aus Infektionsschutzgründen allerdings nicht möglich. Lausitzer Seenlandklinikum aktuell. Draußen ist es kalt und nass. Um da auf etwas wärmere Gedanken zu kommen, haben wir für unsere neueste Ausgabe von Tierisches das Tropenhaus im Hoyerswerda Zoo besucht. Dort haben wir uns mit Zooschulpädagogin Silke Kühn getroffen. In wessen Gehege sind wir denn gerade? Also wir sind jetzt im Gehege von Gwendolin und ihrem Sohn Arthur. Das sind unsere Gürteltiere, die beiden. Die sind ja hier unten kräftig am Spielen, zumindest die Mama. Und Arthur hat sich schon wieder verkrochen. Und wie gesagt, der Günther ist momentan extra, weil die sind in der Natur auch nicht zusammen. Und deswegen ist es leider so, Familienzusammenführung ist erst wieder, wenn Arthur weg ist. Was genau fressen Gürteltiere denn? Also Gürteltiere sind Insektenfresser. Na, die sind ja speziell dafür ausgelegt. Die haben zum Beispiel schon große Krallen, falls ihr das vorhin gesehen habt, wo der hier gespielt hat. Die machen gerne Wurmstämme auf, Rinde ab, sodass sie an diese Insekten kommen. Na, bei uns bekommen sie natürlich auch Insekten, haben wir ja gerade gesehen. Und die bekommen zum Beispiel Joghurt. Und die Leute immer fragen, was ist denn das Weiße da? Das ist Joghurt, das fressen die sehr gern. Kann man auch gut mit Mineralien vermischen, Vitamine. Und sowas bekommen die in klein geschnitten natürlich. Wenn ich denen jetzt hier eine ganze Möhre geben würde oder einen ganzen Apfel, hätten die nicht viel davon, weil das können die schlicht gar nicht abbeißen. Und wie ist die Lebensweise der Tiere? Also die graben unwahrscheinlich gern, deswegen sind sie in Südamerika auch nicht ganz so beliebt, weil die sehr tiefe Gänge graben, ähnlich wie bei uns der Maulwurf. Und dadurch die Leute halt öfter mal einstürzen. Also die laufen halt spazieren und stürzen mit den Füßen dann in so ein Loch zum Beispiel oder reiten und die Pferde verletzen sich. Deswegen sind die dort nicht so beliebt und werden auch gern gegessen. Und wie gesagt, die graben unwahrscheinlich gern und sind tagaktiv. Der genaue Name der Tiere ist ja Kugelgürteltiere. In welchen Situationen kugeln sie sich denn zusammen? Also bei Gefahr natürlich wird sich eingekullert oder eingekugelt, sodass sie praktisch nicht angreifbar mehr sind. Na, und wenn man die jetzt auseinanderreißen würde oder versuchen mit Gewalt die jetzt auseinanderzubrechen, diese Platten, die Hornplatten sind so scharf, dass man sich, man könnte sie auch den Finger einklemmen und das tut weh. Na, das ist richtig komplett zu, sodass kein Feind dort mehr ran kann. Und das praktisch dort an das Innere des Körpers ran kann, dadurch sind die so geschützt. Was ist denn die Besonderheit bei Kugelgürteltieren? Ja, es gibt ja verschiedene Arten von Gürteltieren und unsere sind die einzigsten, die sich wirklich richtig zusammen, gibt dann nur neunbinden Gürteltiere und so weiter, aber die tun sich wirklich richtig wie eine Kugel, deswegen auch Kugelgürteltier. Und wer sind die Feinde?
Mensch natürlich, ne? Jaguar auch wieder, haben wir Südamerika, den Jaguar, der die allerdings problemlos knackt, ne? Der knackt auch Schildkrötenpanzer. Und ansonsten halt auch eine ganze Menge andere Tiere, die halt die auch aufstöbern können, wie zum Beispiel auch Pferde, die es reiten, die dann in diese Löcher treten, ne? Und dann die da stampfen. Greifvögel haben wir noch, die auch unter Umständen sich mal holen. Ja, also so. Ne? Wie läuft denn die Ehe zwischen Gwendolyn und Günther ab? Ja, also die sind immer 100 Tage hier zusammen bei uns, weil die Tragezeit ist 100 Tage, Tragzeit. Und wir beobachten, natürlich sind die Tierpfleger den ganzen Tag hier und können das beobachten, aber die sind immer eine Weile zusammen und dann wird Gwendolyn oder Günther je nachdem extra gesperrt, um in Ruhe dann abzuwarten, ob denn die Paarung erfolgt ist und ob, wann ist sie nicht sichtbar bei ihr. Und ob ein Jungtier zu erwarten ist und deswegen müssen die dann immer getrennt werden. Und wenn nichts war, war ja auch schon oft, dann kommt die eben wieder runter oder eher wieder runter, je nachdem. Wie verhalten sich Gürteltiere gegenüber Menschen, gerade hier im Zoo? Also wir tun die Gürteltiere selten rausholen für Menschen, sagen wir es mal so, oder für Besucher mittlerweile, weil die Gefahr, dass sie sich doch anstecken mit irgendwas, doch schon da ist. Und deswegen machen wir das eigentlich nicht mehr. Zumindest nur noch mit angucken, nicht mehr mit groß anfassen. Und, aber ansonsten ringeln sie sich auch zusammen oder kugeln sich zusammen. Und nach einer Weile sind sie dann aber doch am neugierig und gucken, was ist. Ne? Aber können eben, wie gesagt, gerade mit Kindern ist es immer schwierig, weil die sich die Finger doch sehr schnell einklemmen könnten. Deswegen machen wir das nicht so und ja, ansonsten sind die da sehr neugierig. Auch in unserer nächsten Ausgabe von Tierisches sind wir wieder im Zoo Hoyerswerda. Dann wagen wir uns mal zu den Schlangen. Ins Leben gerufen wurde der Ändere dein Passwort-Tag 2012 von einem US-amerikanischen Journalisten. Dieser war selbst Opfer eines Identitätsdiebstahls geworden. Seitdem soll uns der 1. Februar jedes Jahr daran erinnern, für die eigene Computersicherheit zu sorgen. Dabei spielen Passwörter eine wesentliche Rolle. Immerhin nutzen nur 64% der Verbraucher sichere Passwörter, so der Verein Deutschland sicher im Netz. Regelmäßiges Handeln ist also angesagt, meint Thilo Hofmann, Computerexperte der Firma Copytech in Hoyerswerda. Man sollte mindestens einmal im Jahr das Passwort ändern, um möglichen Angriffen von außen durch Hacker bzw. Personen, die auf Daten des eigenen PCs zugreifen wollen, zu erschweren. Besser wäre noch, dass man das Passwort einmal vierteljährlich ändert. Dabei ist es auch noch so, dass man eben halt Sonderzeichen, Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, und Zahlen verwenden sollte. Man sollte möglichst vermeiden, Passwörter von Namen aus Familie oder Nachnamen, Vornamen zusammenzustellen. Genau das erleichtere Betrügern die Arbeit, so IT-Experte Hofmann. Allerdings ist eine regelmäßige Passwortänderung kein Garant für Hackerangriffe. So werde ein Passwort nicht sicher, weil es jährlich geändert wird oder besonders lang und möglichst kompliziert einzutippen ist, warnt Ronald Eikenberg, Redakteur des CT-Magazins, in einem Internetbeitrag. Denn wer seine Passwörter regelmäßig ändert, wird auch dazu verleitet, einfache Passwörter zu verwenden, die man sich für die nächsten 12 Monate merken kann, so Eikenberg weiter. Dazu hat Thilo Hofmann einen einfachen Ratschlag parat. Wenn man sich ein Passwort ausgedacht hat, was man verwenden möchte, sollte man dieses nicht auf dem PC notieren, Textdokument, wie auch immer, sondern man sollte es sich in ein Buch handschriftlich hinterlegen, wo man vielleicht sämtliche Passwörter hat, wo kein Dritter drauf Zugriff hat oder keine außenstehende Person. Man sollte es natürlich auch so notieren, dass man es gegebenenfalls zu guter Letzt wiederfindet. Fazit also, auch in unserer digitalen Computerwelt helfen bisweilen ganz einfache Lösungen aus dem alltäglichen analogen Leben. Das war unsere Regionalzeit für das Lausitzer Seenland. Die nächste Ausgabe sehen Sie in einer Woche zur gleichen Zeit. Bis dahin haben Sie eine schöne Zeit und bleiben Sie gesund.